Meh. Oh, igen. Das ist echt, das fühlt sich komplett anders an, finde ich. Yep. Ich mit. Let's go. So, warum stehe ich denn so schief in der Box? Ja, ich auch. Jetzt direkt Richtung Boxenmauer. Bei mir geht's komplett links ins Gras rein. So, viel Spaß auf jeden Fall. Viel Spaß, ja. Kuddel ist der Mutige. Oh, ich sehe die. Also. Ja, nicht geschlafen. Perfekt. Oh, wir sind da gerade ausgefahren. Stehen bleiben muss man jetzt nicht in der ersten Kurve. Ja, oh. Und bremsen wir auch gut, Freunde. Ach, Mann. Das war ich. Aber du musst nur mal. Oh, ja, perfekt. Super. Ach, Teamkollegen. Oh. Ja, das ist ungünstig jetzt. Komplettes Auto kaputt. Ja, gut, ja. Dito. Was ist hier los? Schon wieder wie im ersten Formel 1 Rennen. Ah. Ich bin mal durchgekommen durch sowas. Ach, Leute. Ja, da wurde ich jetzt schön ins Sandwich gepackt. Ach, Mann. Ja, das macht natürlich jetzt gar keinen Spaß mehr zu fahren. Nope. Gassi, hast du nicht das Helikorse an? Doch, aber was, wo soll ich denn hin? Na, weil... Naja, gut. Aber ja, passiert das in und Fall. Sorry, Erstkoffer war mein Fehler. Oh, Redneck, der Flügel ist ja voll schief, Alter, das sieht man ja richtig. Was ist hier eigentlich jetzt mit Safety Car so? Ich frag meinen Freund, da liegen bestimmt drei Frontflügel. Also. Ich würde mir das mal sehr stark durch den Kopf gehen lassen. Komm nicht um die Kurven hier, Vorsicht. Ja. Wir mischen die im zweiten Rennen auf alle Beta. Ja. Wo bist du jetzt eigentlich, Gabi? Vor dir. Okay, ja, dann passt ja. Hast du viel Schaden davon getragen? Eigentlich nicht, also ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Ja, dann ist gut. Halt echt ungünstig, weil es kam einer von links, der später gebremst hat, und du. Und dann wusste ich nicht, wo ich hin soll. Bist du vor mir Gast? Ich glaube schon, ne? Ich bin jetzt P6, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Sprit dabei habe. Kritisch. Du gehst aber immer aufs Risiko. Nein, ich bin da rausgeflogen, musste alles einstellen. Dann hast du es nicht mehr gesehen. Die Kurzzeit, dass ich losfahren konnte. Ah, okay, ja gut. Kannst auch vorbeifahren. Ja, versuch's. Ja.
ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist echt schockierend, wie schlecht ich da rumkomme. Das kann kein DRS sein. Aha, endlich. Ich würde mal sagen, Kuddel fährt auf jeden Fall weniger Flügel.
den Geraden bist du weg. Hast du Schaden, Gabby? Ja.
leer. Schaden, Max? Nein. Okay, immerhin. Also ich glaube nicht. Dirty Air, die ist so brutal. Thank you.
Ah, bitter. Wollte ich zwar einen Fehler treiben, aber nicht unbedingt den so ein. Mal die Reifen heiß, kriegst du nicht mehr runter. Ja. Die Reifen sind durch, ey. GG, Alter, geil. Oh, geiles Rennen. Jo, boah. Auch an Kuddel. Boah, dass ich da überhaupt noch reingekommen bin, nach dem ganzen Gewusel am Anfang. Ja, also es ist, ich weiß nicht. Du bist, hast dann noch 10 Kilo mehr, was man ja. Die wirklich merkt, und du warst so viel schneller. Ich hatte, ich glaube, so Runde, so Mitte des Rennens, so 6, 7, 8 die Runde, da hatte ich einen richtigen Höhenflug, da habe ich das Auto richtig gefühlt, ey. Boah, aber geil, sehr cool. Ja, ich war. Weil ich mal mitfahren müssen, habe ich in die Box gestellt, zu Boss aufgeholt. Fertig. Ja, Nico, jetzt startest du halt wieder als Erster. Ja, diesmal versuche ich nicht mit Kupplung zu starten, das mache ich nicht. Warum bin ich denn nicht ganz vorne? Ich bin doch auch ausgeschieden. Genau, die ersten 8, oder? Also die Top 8 werden. Top 8 werden getauscht. So, ja, okay. Haben wir denn noch 30 Sekunden? Ja. Nicht vergessen, aufs Lenkrad zu drücken. Oh, das habe ich schon gemacht. Passt, gut. Gatzi, ich bin diesmal hinter dir. Nicht neben Supersoft. Dir. Los, komm, lass uns jetzt eine Doppelsieg holen. Wir machen es jetzt ganz einfach, okay? Ganz einfach. Alle die gleichen Reifen drauf? Aber viel Spaß. Nein, nicht ganz. Ja, viel Spaß. Nicht ganz. Viel Spaß. Nein, ich hab einen Frühstart gemacht. Einer ist schon weg. Oh, einmal die Nähe hinkommen. Ja, viel besser. Dann viel entspannter. Okay. Ja, vielleicht dann so entspannt. Okay. Schon wieder den Crash gesehen hier, ey. Ich kann auch. Haha, das war ich knapp. Ich kann nicht. RepMac hat mich geblockt, dass Moi vorbei kann. Das gibt's doch nicht. Ich hab einfach noch geblockt, dass an mir keiner vorbeikommt. Flip, seit wann ist Schlangenlinie erlaubt? Was? Ich bin nur hinter mir, vor mir hinterher gefahren. Da lupf ich dann nochmal besser. Sonst sind wir beide weg. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall, dass du meinst mit Dirty Air. Aha, die merkt man. Die habe ich jetzt zum ersten Mal auch erlebt. Kannst rechts überholen.
Philipp, das tut unserer Zeit nicht gut, ne? Das ist richtig. Ich hatte auch überlegt, erst noch nach die Box zu fahren. Die Möglichkeit hatte ich so jetzt nicht. Wow. Achtung. Wer war da? Achtung. Du hast ja gar kein Glück hinter einem. Ja, also Dirty Air ist brutal, gerade in Comps. Ach Mann, was mache ich denn für einen Boogie die ganze Zeit? Okay, mein Run ist vorbei. Ah. Warum? Ich muss mich hinter. Also krieg ich eine Strafe fürs Zurückteleportieren an die Box? Nee, ne? Nee. Also gut, ich muss halt 15 Sekunden verlierst warten. Verlierst du, glaube ich, eine Runde oder so. Verlierst du eine Runde? Ja, alles gut. Immer Angst, wenn ich in der Übersicht sehe, wie der falsche Reifen drauf geht, dass es wirklich der falsche Reifen ist. Oh fuck, bei mir haben sie den falschen. Ach nee, doch nicht. Oh. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Oh je, wieso, warum? Und dann, ah okay, ist ja doch der richtige. Wollte ich so einen coolen Move machen und als erster in die Box kommen, dann verkacke ich das voll. Ich am Ende der Boxenausfahrt gegen die Wand fahre und mache einen Crochon. Oh. Die letzten beiden Rennen hat es auch für dich funktioniert. Ja.
Schön Platz gemacht. Oh. Perfekt. Ja. Kommen wir da alles zusammen jetzt. Ups. Ey, mach. 50-50, ja, Waffe. Ich gehe in, gehe ich aus. Fast selber noch gedreht. Thank you.
Helfer, wo ist es? Da ist es. Ach Mann. Oh, das sehe ich gerne. Die Roten halten länger als die Gelben. Schade. Ja, nachdem Gabby hinter mir war, war ich da jetzt ganz entspannt. Halt gut, dass Gabby noch hinter mir. Gas, Gabby, Philipp hat alte Reifen. Ja, ich probier's. Ah, oh, Supersoft sind's nicht. Nee. Absolut nicht. Hilfe.
Eigentlich kannst du mir danken, oder? Hab ich dich berührt? Ja, alles gut. Also ich danke auf jeden Fall. Sonst lass ich dich vorbei, wenn ich dich berührt hab. Bei mir war es nicht so. Der Bär hat eher noch 5 Sekunden. Achso. Aber ich danke auf jeden Fall, was auch immer da passiert ist. Guck mal, Namen rennt klar. Hatte noch eine Warning frei. Glückwunsch. GG. Glückwunsch. Glückwunsch. Noch nicht sein dürfen jetzt, ey. Oh, ey, das war doch richtig echt spannend am Ende. Adi, die Sobasoft sind es halt wirklich. Die Sobasoft sind absolut nicht. Ich hab schon hochgepokert mit 4 Runden. Hast du dich berührt in der Kurve oder nicht? Nee, ich bin weggerutscht. War okay. Nicht dein Fehler. Weil bei mir sah das ganz knapp aus und ich dachte, das wäre wieder so ein Ding, das ich bei dir berührt habe und bei mir nicht, weißt du? Nee, alles gut. Dann habe ich dich ja doch gerade gedreht. Ja, danke. Nicht gedacht, dass Philipp das schafft mit den alten Reifen. Ja, weil ihr habt mir halt geholfen. Ihr wärt schon im DRS gewesen. Ach ja. Ich war halt ganz zufrieden damit, dass Gabby vor dir war, weil Gabby hätte ich halt auch noch vorbeilassen können, theoretisch mit der 5-Sekunden-Strafe. Aber du kannst ja wirklich nicht hintereinander durch die Kurven fahren, ne? Also das ist so viel. Da was erste oder zweite Runde, glaube ich, wo du ein Copster hinter mir warst, das halt. Das habe ich im ersten Rennen gemerkt, da geht halt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ja, aber hat Spaß gemacht. So, Muckel ist vor mir, weil ich 5 Sekunden Strafe hatte. Oh. Das ist ja Freudi. Jo. Ah, Nico, wir hatten uns jetzt 1, die 2 Rennen, ha? Ja. Ja. Das erste leider ein bisschen zu kurz gewesen, das wäre auch noch spannend geworden. Aber du kommst halt, also du kannst hinterherfahren, aber immer wenn ich dran war, habe ich irgendwo einen Fehler gehabt.